Oh, wow. Ja. Du beißt echt rein und du kriegst so, so einen süß-salzig Schock kurz, sofort. Aber im Guten. Okay. Hallo, schon wieder bei Veggie Boom. Wir sind jetzt mit einem weiteren Taste-Test-Video. Wir haben einmal Eidschock Schoko Cookie Vegan. 80 Gramm drin. Ja. Also auch nicht so viel. Nee. Und kostet 1,99 Euro. Ja. Und sie spielt so ein bisschen mit dem Gedanken, dass hier so Cookies drin sind, genau. Nämlich Oreo-Cookies, wahrscheinlich eher nicht für die Veganer. Oreos sind vegan, ne? Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ja, Oreos sind vegan. Okay. Zweite Schokolade von Lindt. Vegan Sweet and Salty Popcorn. 20 Minuten später. Haferdrink. Liebe Lindt-Kollegen. Bei dem Namen habe ich solche Erwartungen. Mhm. Wie viel? 2,99 Euro? 2,99 Euro. Ja, wir übernehmen das heute für euch. Dann haben wir noch Fantastic Food Berry. Und sieht auf den ersten Blick so aus, als würden sie so ein bisschen Joghurette nachmachen wollen. Bei denen gibt es 100 Gramm, bei Lindt gibt es auch 100 Gramm. Ja. Kostet 2,99 Euro auch. So viel, ja. Für 100 Gramm. Wir fangen an mit der Eishock. Hier sieht man es nochmal, da sollen so Cookies drin sein. Genau, man sieht es hinten ein bisschen, dass da so... Genau, wenn man sie so durchbricht, sieht man es nicht. Auf jeden Fall crunchy. Der Crunchy-Faktor ist da, das mag ich ja immer gerne. Hat halt ein bisschen diesen Oreo. Die cruncht so, aber ich schmecke diese Oreo-Kekse jetzt nicht besonders raus. Okay. Gehen wir erstmal zur Fantastic. Die sind auch so eingepackt, wie die Joghurette. Also sehen dann so aus, wenn man sie rausnimmt. Also man kriegt dann wirklich eine Art Praline. Oh, schmeckt halt nicht gar nicht nach Erdbeere oder so. Nicht wie Joghurette. Man schmeckt auch diese Füllung nicht raus. Nicht so der Knaller. Immer hier die Lindt. Man sieht schon, was drin ist, was irgendwie nach Nuss oder Popcorn aussieht. Oh wow. Was man sofort schmeckt, noch vor der Schokolade, ist, dass Getreide, Schrägstrich Popcorn irgendwas drin ist, finde ich. Ja, du beißt echt rein und du kriegst so, so einen süß-salzig Schock kurz, sofort. Aber im Guten. Und dann halt auch den Popcorn-Geschmack. Was gibst du der Eidschock? So eine solide 3 würde ich dem Ganzen geben. Man ist vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn man tatsächlich denkt, okay, da sind Oreo-Kekse drin und das schmecke ich einfach nicht. Mhm. Aber es schmeckt ganz normal wie eine ordentliche Schokolade. Bedenkenlos kaufen sozusagen. Ja. Würde ich auch eine 3 geben tatsächlich. Dann haben wir die Lindt-Schokolade. Geschmacklich echt ein Knaller, weil es was ganz anderes ist. Ja. Du beißt rein und hast sofort dieses süß-salzige Popcorn mit drin und so weiter. Das ist nicht ganz günstig. Ich gebe mal eine 4,5. Ich gebe eine 5. Ich könnte sie nicht weglegen, obwohl sie vegan ist. Okay, dann haben wir noch hier unseren... unser Joghurette-Ersatzprodukt. Jetzt schießt du am Ziel vorbei und dafür ist es dann doch recht teuer. 2 Punkte. Ja, würde ich auch noch machen. Das schmeckt eben nicht nach diesem Erdbeer-Bang, den du haben willst. Ich würde auch tatsächlich nur 2 Punkte geben. Sehr gut gemacht, Lindt. Also alles drin, sweet, salty and popcorn. Echter Knaller. Alles dabei. Schreibt uns gerne unten rein, ob ihr noch andere Vorschläge habt. Was ihr schon probiert habt, ob ihr sie kennt und wie sie euch geschmeckt haben. Und ansonsten... Viel Spaß beim Schokoladeessen. Ganz genau. Tschüss. Ciao.